Vielleicht liegt es an einem der häufigsten Kommunikationsprobleme. Wir hören nicht zu, um zu verstehen. Wir hören zu, um zu antworten. Es war in Räumen teilweise extrem kalt, sodass es nicht mehr möglich war, sich zu konzentrieren. Es ist bis jetzt immer noch die erfolgreichste Umfrage in der Bundesrepublik zu diesem Thema mit fast 23.000 Teilnehmern. Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Das wissen wir mittlerweile. Wer das verneint, hat die Studie nicht gelesen. Was passiert in der Psyche der Kinder, wenn sie jeden Morgen zur Schule gehen? Oh Gott, heute werde ich getestet. Hauptsache, ich habe nichts. Aber wenn wir nicht aufpassen und wir sind kurz vor 12, dann kippt uns eine Generation Kinder psychisch weg. Das Schönste an dem Abend war, dass wir uns heute wirklich alle mal an einem Tisch setzen konnten, mit Politikern, mit Ärzten. Es war aufschlussreich, informativ. Besonders hat mir gefallen, Roman und Philipp, selber aus unserem Kreiselternrat, haben das ganz, ganz toll vorgetragen. Und Dr. Armbrust möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, der wirklich mal den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Mein Fazit zu diesem Abend, alles gut gelaufen. Vorstand hat ordentlich was auf die Beine gestellt hier. Wir hoffen, dass es hier weitergeht. Viele Eltern sollen sich melden bei uns, Facebook. Wir sind immer für euch da. Jeden Mittwoch haben wir nochmal extra abends 20 Uhr in den Schultagen ein Elternmeeting. Auch hierfür gibt es einen Link bei Facebook. Und ich sage hier Dankeschön an alle. Nachdem uns das viel Kraft gekostet hat, diesen Abend zu organisieren und wir ja in den vorangegangenen politischen Veranstaltungen ausgeschlossen wurden, weder im Kreistag gehört noch im Bildungsausschuss gehört wurden, haben wir uns gefreut, dass heute zumindest mal die Politiker da waren und wollen es vor allen Dingen auch bedanken bei den Akteuren, die wir hier eingeladen haben, dass sie ihre Beiträge so gut und konstruktiv präsentiert haben. Ich bin mehr als begeistert von dem Abend. Besonders hervorheben möchte ich Finja vom Kreisschülerrat. Das hat sie in ihren jungen Jahren sehr gut gemacht. Und besonderen Dank geht von meiner Seite aus dem Vorstand des Kreiselternrates. Vielen Dank für den sehr erfolgreichen Abend. Vielen Dank auch nochmal an die Lehrerin Frau Richter, die einen sehr guten Beitrag geleistet hat, so dass wir alle nochmal resümieren können, wie die letzten Wochen waren und hoffentlich jetzt mit dem Blick nach vorne auch nochmal schauen, wie wir die Zukunft gestalten können, gemeinsam. Ich wünsche mir auch, dass wir jetzt wieder ins Gespräch kommen mit den einzelnen Fraktionen, dass wir jetzt tatsächlich auf Sachebene kommen und nach Lösungen suchen, gemeinsam. Wir werden auf jeden Fall daran teilhaben und wir werden auf jeden Fall auch uns den Diskussionen stellen und freuen uns auch darauf. Fazit des heutigen Abends, eine gelungene Veranstaltung. Wir haben Wissenschaft, Eltern und Politik an einen Tisch bekommen. Die Botschaft ist angekommen, die Aufforderung an Politik, an die Presse, endlich den Kindern die Last des Todes von den Schultern zu nehmen, weil sie sind an allen möglichen Schuld, nur nicht am Pandemiegeschehen und erst recht keine Pandemie-Motoren, die sie vorantreiben. Es war schön, dass vom Landeselternrat Herr Schewinski die Zeit gefunden hat, den weiten Weg hierher gefunden hat. Es war schön, dass Chefarzt Armbrust den Weg gefunden hat hierher. Es war auch schön, dass die Kollegen um Professor Reisinger die Vorarbeit geleistet haben, auch wenn sie leider heute nicht persönlich vor Ort gewesen sind. Ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Danke auch für die Eltern. Danke für die ganz viele konstruktive Kritik, die wir bekommen haben in den Mail-Umfragen. Danke auch für die teilweise, ich sag mal, über ein gewisses Maß hinausgehende Kritik. Auch sowas nehmen wir uns zu Herzen. Wenn Ihnen irgendwas am Herzen liegt, Sie wissen, wo Sie uns finden, denken Sie dran, jeden Mittwoch 20 Uhr gibt es bei uns die Live-Schaltung, wo Sie direkt mit uns in Kontakt treten können, ansonsten über die ganz normalen Messenger, so wie Sie es kennen. Es ist schön, dass ich dabei sein darf, dass ich ein Teil davon bin und wir machen dort weiter, wo andere schon geglaubt haben zu verlieren. Ja, für mich war es ein spannender Abend, muss ich sagen. Letztendlich, dass wir es endlich geschafft haben, die Politik auch mit dem Kreiselternrat zusammenzubringen. Es hat mich gefreut, dass ich den Kreiselternrat unterstützen konnte mit den Daten. Die Daten sind relativ eindeutig. Machen wir die Schulen auf, seien wir mutig, gerade in diesem Raum hier, der nicht so dicht besiedelt ist wie halt in Großstädten. Und es war schön zu sehen, auch die Statements gerade von der Schülerin, die klar geäußert hat, die Statements der Lehrerin, die auch relativ klar waren. Und wenn man das zusammenfasst, merkt man, dass die Probleme bei allen gleich sind. Und wenn man es wissenschaftlich betrachtet, muss man eben sagen, die Lehrer sind nicht gefährdet. Nein, die können beruhigt bleiben. Wir müssen aufpassen auf die Kinder, dass diese Probleme,
die existieren und die zunehmen, gerade im psychischen Bereich, aber auch ganz, ganz konkret im Lernen, auch in der Gesundheit, dass wir das angehen und ja, last but not least einfach mutig sein. Und ich hoffe, dass, wenn man in die Augen der politisch Verantwortungsbewussten geschaut hat, dass es schon den einen oder anderen angefasst hat. Und ich hoffe sehr für den Kreiselternrat, dass daraus jetzt auch etwas entsteht, dass wir hier von der Seenplatte sagen können, okay, wir machen es einfach, wir haben den Mut und begleiten das Ganze. Und wenn es hier oder da ruckelt, dann sind wir aber auch nicht gleich immer böse mit dem, der es entschieden hat, sondern sagen, ja, wir gehen den Weg weiter. Ich glaube, es lohnt sich für die Kinder in unserem Kreis. Und das ist eigentlich dann das Allerwichtigste, dass wir ihnen die Zukunft wiedergeben.